Yo Leute, zurück bei Red Faction Armageddon und ich hoffe mal, yo, die Lampe geht nicht kaputt. Alles geht kaputt, aber die Lampe, die ist unsterblich. Ich hoffe mal, dass der Sound im letzten Part okay war, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das war nicht 100%. Und das mag ich nicht. Hört sich voll psycho an, aber es ist wirklich so, ich hasse es. Ich hasse es, wenn irgendwas nicht so läuft oder nicht mehr so stimmt, wie es vorher war. Kennt ihr das? Zum Beispiel jetzt die Let's Player unter euch oder auch überhaupt Leute, die vielleicht am PC was mit Audio oder sonst was machen. Ihr macht das, zum Beispiel jetzt was das Let's Playen angeht, nehmt einen Part auf, alles super. Alles super, der Sound pockert, also haut gut rein und alles stimmt einfach, versteht ihr? Und dann, ach, der ist tot, dann auf einmal macht ihr die zweite Aufnahme und was passiert, ach komm, scheiß auf das da, und was passiert bei der zweiten Aufnahme? Im Grunde nichts, aber irgendwie haut der Sound wieder nicht hin. Ich hasse sowas wirklich. Das ist so zum Kotzen. Deswegen hoffe ich einfach mal. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es jetzt alles noch, ich sage mal, im guten Rahmen ist. Was ist da los? Hat da nicht gerade einer geredet? Ja. Was denn los hier? Scheiße. Boah, war das knapp jetzt. Alter. Dafür ist dieses Reparaturtool echt gut. Okay, nein. Oh Gott, ich dachte, ich falle jetzt wieder so tief runter, aber... Aber ich konnte mich halten hier. Was ist denn jetzt los? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Muss ich mir den Weg freisprengen? Boah, überlegt mal. Es wäre eben nicht so, dass man jeden Zentimeter... Ich hasse sowas. Dass man jeden Zentimeter hier kaputt sprengen könnte. Dann würde ich an so einer Stelle festhängen. Kara. What the hell happened to you? Let's just say you were right about that job. Then you actually did release the bugs. Yeah, afraid so. Where are you? Near the market. Better hurry. It won't be safe for long. Okay. Aber wir haben halt echt. Im Grunde haben wir ja keinen Scheiß. Im Grunde haben wir ja keine Scheiße gebaut. Das kann man ja so nicht sagen. Aber naja. Ich glaube, in so einer Situation ist es nicht so abwegig, dass Leute einfach nur noch das glauben, was sie wollen. Von daher weiß ich nicht mal, ob man denen das wirklich böse nehmen kann. Natürlich ist es schon assi. Aber naja. Abflug. Ja, komm ruhig. Madiger. Was will er jetzt? Komm her. Spox dir ins Gesicht. Warum ist denn das Ding jetzt hier nicht kaputt? War hier nicht noch einer? Wird mir da sogar noch angezeigt. Komm ruhig her. Das hätte ja sein können. Ha, es ist sogar so, dass da noch Barschrott drin war. Abflug. Mann, Mann, Mann.
alternative Route suchen. Ja, können wir machen. Ich habe so ein Gefühl, dass das jetzt hier gleich runtersprengt. Wahrscheinlich wäre da unten jetzt voll was zu finden, aber... Ach so. Sprengen wir das natürlich doch weg. Ist hier denn irgendwas? Nur schön viel zum Zerstören. Oh, Cutscene. Let's see if this old thing still works. Oh God! Stay back! Okay, den hat's mitgenommen. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, wenn man mal recht überlegt, der wollte uns ja jetzt auch nichts Gutes, ne? Moment mal, wenn die doch da jetzt noch drin sind, repariere ich das doch einfach. So, perfekt. Ach ja, herrlich. Dieser Minenwerfer ist mit meiner Lieblingswaffe, glaube ich, echt. Also. Bam, 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 bam. Überall die Kristalle. Voll Hammer. Nicht zum Markt. Bestimmt sollen wir eben nicht zum Markt. Und was macht er? Er geht zum Markt. Beziehungsweise, was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen zum Markt. Das ist scheiße. Na, schade, hat nichts gebracht. Ich habe, glaube ich, diese Druckwelle noch gar nicht ausprobiert. Oh, geil. Ich weiß, eigentlich behindert uns das auf dem Weg und ist auch totale Munitionsverschwendung. Aber ich finde es so cool. Es ist einfach Hammer. Vor allem, wenn man überlegt, wenn jetzt hier voll die Gegner wären, könnte man die alle mit diesen Kristallen aufspießen. Ich würde übrigens gerne mal von euch wissen, das habe ich auch letztes Jahr schon gefragt, gibt es Spiele dieses Jahr, auf die ihr euch komplett, der Anzug endlich, auf die ihr euch total komplett, was auch immer, freut, heißt, ich freue mich zum Beispiel jetzt noch auf Titanfall, extrem, was ja jetzt zum Glück in den nächsten Tagen rauskommt. Oder was ja jetzt auch noch ansteht, ist zum Beispiel Watch Dogs, da freue ich mich auch drauf. Was steht denn für euch so an dieses Jahr? Also ich bin zum Beispiel auch so, ich sag Dragon Age 3, freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, das könnte auch was werden. Aber, ich weiß noch nicht recht, ob ich das dann auch tatsächlich vielleicht sogar Let's Playen soll. Weil so ein Dragon Age geht schon lange und ich bin mir noch nicht mal sicher. Haust du ab. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das dann überhaupt mehr kaufe. Wenn ich mir das nämlich nur ausleihe, dann für Konsole wahrscheinlich, ne? Bin ich mir nicht mal wirklich sicher, ob ich das dann Let's Playen soll. Könnt mir ja einfach mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr da sowas sehen wollt und alles. Ich meine, dauert zwar noch, bis das rauskommt, aber hey, ich meine, dann weiß ich das und kann mich vielleicht auch dahingehend einstellen, dass ich sage, ja, komm, dann bestelle ich mir das vielleicht doch vor. Also, ich habe sicherlich den ein oder anderen Cent dann übrig und kann mir das dann vorbestellen. Wo muss ich denn hier hin, Mensch? Wir rennen einfach mal hier rein. Ach, da war noch ein Gegner. Hier kommt man aber auch nicht weg. Also was auf jeden Fall dieses Jahr noch Let's Played wird von den Spielen, die noch anstehen, ganz klar auf jeden Fall Moment, so ist auf jeden Fall natürlich Watch Dogs, ganz klar, das will ich auf jeden Fall machen, einfach weil das werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen,
vorbestellen. Ich weiß nur noch nicht für was. Also ob für PC oder vielleicht für Abflug. Für PC oder dann vielleicht für Konsole. Ich bin ehrlich gesagt momentan immer noch der Meinung, dass es sich noch nicht lohnt, sich eine Konsole, also eine Next-Gen-Konsole zu kaufen. Ich muss sagen, es gibt zwar jetzt im März, ist das glaube ich sogar, da kommt Abflug. Alter. Da kommt Infamous Second Son raus, was ja leider nur für PS4 rauskommt. Ja, was soll ich sagen? Also, ich persönlich bin schon ein großer Infamous-Fan, muss ich sagen. Ich finde es einfach, das ist stylisch, das ist cool und das, was man gesehen hat von Second Son, ist noch cooler, um das mal so ganz plump zu sagen. Da hätte ich schon richtig Lust drauf, das mal zu let's playen, aber ich werde mir nur für ein Spiel keine PS4 kaufen. Es wird sicherlich dieses Jahr noch mehr kommen, was wahrscheinlich dann letzten Endes doch für eine Next-Gen-Konsole spricht, aber es ist halt jetzt noch so, und es wird auch noch die nächsten Monate, denke ich, so sein, dass mich persönlich, also ich gehe immer von mir persönlich aus, ich gehe jetzt nicht danach, wenn jetzt ein Kumpel von mir irgendwie sich eine Xbox One oder eine PS3 oder PS4 oder sonst irgendwas geholt hat, bin ich nicht der, der dann sagt, ja, weißt du, holst du dir das auch? So bin ich eher nicht gestimmt. Also das würde ich machen, wenn jetzt sich vielleicht ein Kumpel von mir eine PS4 holen, PS3 holen würde, dann könnte ich darüber nachdenken. Aber sonst, also muss ich sagen, das ganze Geld jetzt mal ebenso auszugeben, wenn ich überlege, ich kann für das für 100 Euro mehr, beziehungsweise momentan ist die Xbox One ja so teuer, für 500. Wenn ich überlege, dass ich mir für das gleiche Geld die Kamera holen könnte, die ich unbedingt haben will, das heißt, für die Leute, die es nicht wissen, ich mache gerne, also ich bin so Hobbyfotograf, könnte man sagen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so mit Studio unterwegs und was weiß ich, sondern einfach so draußen mal ab und zu mit meiner Spiegelreflex rumlaufen und einfach nach geilen Motiven suchen. So, das mache ich halt gerne. Ich mache auch manchmal einfach so ein paar Videos und vor allem würde ich mit der Kamera auch Real-Life-Videos machen. Allerdings ist es halt ziemlich schwer, weil die Kamera kostet momentan bei Amazon knapp 500 Euro. Also ich glaube 465 ist jetzt schon ein bisschen mehr, vor allem weil ich halt, was man vielleicht mal betonen sollte, ich bin halt momentan nicht so jobmäßig irgendwie eingeplant. Das heißt, ich habe dahingehend kein festes Einkommen, was eigentlich ziemlich schade ist. Ich persönlich muss wirklich sagen, ich persönlich. Läuft richtig gut, mein Deutsch heute. Ich habe eher, bevor ich mir eine PS4 oder eine Xbox One oder so hole, erfülle ich mir eher den Wunsch und kaufe mir dann halt diese Kamera. Plus dann halt ein gutes anderes Objektiv vielleicht noch, was ich mir schon... Entschuldigung, meine Stimme geht gerade wieder ein bisschen weg, was ich mir schon länger mal holen wollte, was ich eigentlich schon haben wollte, seit ich angefangen habe, aber ja, irgendwie bin ich nie dazu gekommen, mir das zu holen, beziehungsweise hatte nie so, ja, wie soll man sagen, die Disziplin, sage ich mal, mein Geld zusammen zu behalten, um dann einfach zum Beispiel darauf zu sparen und so weiter. Also, das ist sowas. Naja, ne? Das muss man ja nun auch erstmal. Ach, jetzt lasst mich doch durch. Das musst du halt auch erstmal machen, ja?
dein Geld dann zusammenzuhalten und den ganzen Scheiß. Vor allem, es wäre nicht mal so, dass das wirklich so krass lange dauern würde, bis ich mir die dann kaufen könnte. Aber es gibt halt oft so Sachen, die sind dann in dem Moment für mich wichtiger und die kaufe ich mir dann. Das kennt ihr bestimmt auch. Aber manchmal muss man halt mit Disziplin vorgehen. Und genau das mache ich jetzt auch. Genauso wie ich jetzt auch, so doof sich das vielleicht jetzt anhört, aber auch disziplinierter Let's Play beziehungsweise allgemein Videos auf meinem Kanal bringe oder auf meinen Kanälen, so, ist einfach so, weil ich möchte ja schließlich auch wachsen und ich bin ziemlich hungrig, was das angeht. Und ja, das ist so, ne? Meine kleine Geschichte, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir haben schon wieder über 15 Minuten. Haut rein, bis zum nächsten Part und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.